Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play Watch Dogs zum Part 30. Wir sind jetzt hier in dem schicken Schlitten zu der nächsten Mission gefahren. Und ich bin jetzt hier auch mal ein paar hundert Meter früher stehen geblieben, dass wir gleich die Mission starten und dann die Aufnahme beginnen. Deswegen mache ich das jetzt hier mal ein bisschen elegant mit dem schönen Auto hier. Also ist richtig nice. Passt auch hinten bestimmt was rein. So, ein riskantes Angebot. Da bin ich jetzt mal gespannt. Dann starten wir mal. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Ich bat darum, meine Ware hierher zu senden. Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, überweisen einfach die Kohle, ja. Also da sieht man schon, dass sie ein bisschen unfreundlich sind, aber das glaube ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass jetzt da nicht der Filter noch angeht von YouTube. Aber ich denke mal nicht. Das ist Mr. Crisp. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Crisp. Ich lege mir die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Dann kommt er mir privat. Sie sind alle mit einer Nummer verbunden. Ich bitte die Fans also. Und Sie werden schon lieber auf die Monitore. Sie wollen bei der Bühne gehen, wie Sie. Hier laufen auch sehr viele Wachen rum, fällt mir gerade auf. Ach du Scheiße, das ist ja richtig heftig hier. Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei allen. Dann laufen wir jetzt mal hin, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr könnt da noch einigermaßen was vom Spiel hören, weil ich habe irgendwie so ein Rauschen im Mikrofon. Und falls ihr wisst, wie ich das irgendwie wegbekomme, dann könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Also das wäre sehr erotisch von euch. Bei allem Respekt, Ihre Männer sind nicht. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah,
Mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Mr. Crispin, die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen das. Ich habe das Gefühl, ich werde hier mal von Wachen beobachtet. Aber ich habe sie meinen. So, jetzt muss ich wieder eine Etage tiefer hier. So. Da muss ich jetzt einmal meine Skills, so wie der Ben Julian das gesagt hat. So, die Frage ist nur, okay. Ah ja. Oh. So. Oh.
So. Ich glaube, ich habe bis jetzt langsam auch raus mit dem Schleichen. So, das muss ich auch noch irgendwie weg. Ja, lustig, wie soll ich denn hier raus? Habe ich es mir doch schon fast gedacht. Es wäre wirklich cool, wenn ich hier rauskommen würde. Alter, übertreib doch. LOL! Jo. Alter, mein Leben ist gerade richtig am Limit. Ich glaube nicht, dass die Tür aufgeht. Nee. Ach, verdammter Mist. Wie komme ich da jetzt raus? Das würde ich gerne mal wissen, wie ich da jetzt rauskomme. Vielleicht kann ich mich ja durchklitschen. Haha. Ach, immer diese Logik, ey. Immer diese Logik. Verdammt, wir sind doch nicht in Afghanistan. Wir sind nicht die Taliban. Alter, was ein Gemetzel. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch... Oh, oh, ja! Alter! Das ist ja hinterfotzig, was sie da machen. Ach, komm doch mal raus hier. Ja, los, kommt. So, schon mal einer weniger. Aber mein Gefühl sagt mir, dass da noch welche sind, weil da werden nämlich noch drei angezeigt. Ach, wo sind die dann? Aha. Aufpassen, wie ist der Teil mächtig? Auch so schlau.
Okay, wie kriege ich die da oben nicht ins Visier? Ach, kommt schon. Ich will euch eliminieren. Mit meiner eisernen Faust. Ja, so macht ein Deathmatch Spaß. Und der Lucky Hunter hat mir auch was beigebracht, dass man immer auf den Kopf schießen muss. Und seitdem klappt es ja auch. Also, es wird, Leute, es wird. Oh, Alter, das ist gerade spannend, die Mission für mich. Ach, da oben ist er. Habe ich schon gedacht. So, ich hoffe, dass ich da jetzt mal hin kann. Ja. Genau. Ey, das hasse ich. Sowas hasse ich. Sowas hasse ich. Och, wie unfair. Das habe ich mir schon gedacht, dass da jetzt ein Gegner kommt. Ich hab's mir schon gedacht. Und ich es jetzt nochmal machen muss. Also nicht jetzt. Ey, es ist doch. Hey, stopp! Es ist doch. Unerhört ist das. LOL! Boah. Oh, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Och, Mann, warum lädt denn das so lange? Ey, das ist alles nur verschwendete Zeit. Los, mach hier mal Hardcore, Alter. Los. Was soll ich dazu noch sagen? Was? Ey, da hab ich schon gar keinen Bock mehr, ey, ohne Witz. Da geht mir schon gerade die Lust wieder. Ach, das Erfolgserlebnis stürzt ins Nichts rein. Das kann ja nicht so schwer sein, die ganzen Typen da abzumetzeln, ey. Alter, für jede Mission brauche ich eine halbe Stunde, ey. Früher habe ich mal so 10 Minuten Videos gemacht, habe alles geschafft, heute brauche ich eine halbe Stunde. Heute brauche ich dreimal so viel. Jo. Ey, das gibt's doch nicht. Der Schilder ist entweicht.
Oh, Alter. Das regt mich gerade richtig auf. Lol, der hat's auch noch überlebt. Das gibt's doch gar nicht. Eine Schießerei, die wieder im Nichts endet. Alter, wenn ich jetzt ein 4K aufnehmen würde, Alter, hätte ich jetzt schon ein paar Gigabyte. Ja, hallo! Ach, komm doch jetzt raus, ey. Meine Fresse. Oh, was macht er denn hier wieder? Meine Güte. So, jetzt kommt gleich das Monster der Verdammnis. Alter. Ey, nicht noch mehr. Och ja, genau. Alter, das gibt's doch gar nicht. Boah, ich brauch dringend eine Pause, ey, ohne Witz. Yo, wie? Wollen Sie bitte mal gehen?
Ja, den hätte man auch vorhin sprengen können. Der hat es auch komischerweise überlebt. Ganz komisch. Hoho. Ja, los, komm vorbei. Ah, den hätte ich eben sprengen können. Den hätte ich eben sprengen können. War ich wieder zu langsam. Ah, den könnte ich quasi jetzt sprengen. Aber naja. Das war perfekt. Boah, wenn der jetzt noch dahin laufen würde, Alter, das wäre richtig geil. Das wäre richtig nice. Ach, wie werde ich die denn los? Ja, wie soll ich denn hier entkommen, ey? Wenn man hier entkommen will, dann weiß ich auch nicht. Alter. Den Typ hätten wir eben sprengen können. Ach. Das gibt's doch gar nicht. Wieso kann der Typ jetzt nicht hier unten lang laufen? Das wäre sowas von günstig. Ja, los, komm her, los. Ah.
Sehr erotisch, wenn. Also, es wäre erotisch, wenn ich die Mission jetzt noch schaffen werde. Das wäre, glaube ich, sehr erotisch. Alter. Nein, das habe ich vorhergesehen. Nein, bitte nicht. Ach, scheiße, Mann. Jetzt kann ich mich nochmal um diese ganzen Rabauken kümmern. Das wird heute noch ein Stundenpart, das sage ich euch. Na los, komm. Schmetzelt euch alle ab. Genau, nähert euch dem Tal. Am besten stellt euch alle drauf. Endlich, auch wieder einer weniger. Das gefällt mir doch, wenn es immer weniger wird. Alter, da kommen immer mehr. Hallo? Es kommt da noch Verstärkung, Alter. Ich glaub's ja nicht. Ey, schon über eine halbe Stunde noch nichts zustande gebracht. Alter, Leute, so könnte ich kotzen. Das hasse ich, das sowas mag ich nicht.
Wir brauchen hier draußen mehr Wien. Genau. Los. Endlich. Nein! Alter! Nein! Nein! Oh, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es doch nicht. Ach, Mann. So Leute, ich werde jetzt den Part beenden. Ich hab keinen Bock mehr. Ach, mein Gott. Schon knapp 40 Minuten aufgenommen, immer nichts zustande gebracht. Leute, ich bin gerade so angefickt, ich muss jetzt den Part beenden. Und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.